Ich habe mal wieder was zum Testen zugeschickt bekommen, und zwar auch mal wieder eine Halterung. Aber ich finde es ein bisschen eine andere, also ein bisschen ein anderer Ansatz. Nicht so Hightech-mäßig, trotzdem finde ich recht praktisch, vor allen Dingen günstig. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute wollen wir uns mal angucken die Halterung von Shaperts. Wie gesagt, eher einfach gestrickt, dafür aber auch günstig, aber nicht unbedingt billig, würde ich mal sagen. Also schon praktisch, aber wir gucken uns das gleich an. Ich habe hier hoffentlich gleich ein Plätzchen, wo wir uns in Ruhe mal hinstellen können und uns das Ganze angucken. Sodele, ich habe mich doch noch mal ein bisschen umentschieden, was den Platz angeht. Ich hoffe, das passt hier. Geräuschmäßig, Schatten sind wir ein bisschen, und jetzt wollen wir uns das gute Stück mal angucken. Und zwar geht es, wie gesagt, um die Halterung von Shaperts. Die machen eine magnetische Lösung. Wir können es hier schon sehen. Ich flupp das mal ab. Wir haben hier zum einen eine Hülle. Und das ist nicht gedacht als wirkliche Schutzhülle, sondern einfach wirklich nur als Aufnahme fürs Handy. Da ist zwar eine Schutzfolie drüber, ein bisschen was, aber das ist Stoff, ja. Das ist einfach nur eine Tasche, und die hat hier hinten diese Metallplatte hinten dran, die dann von einem Magneten aufgenommen wird. Und den Ganzen haben wir hier drin. Das Ganze kommt also hier in so einer, in so einem schicken Beutelchen. Wie gesagt, relativ einfach gestrickt alles. Da kommt noch was. Wir haben also in dem Beutel drin zum einen hier die Aufnahme, wo dann das Handy drauf kommt, magnetisch. Standardmäßig hier so ein Gummistrip, mit dem wir es festmachen können. Und nochmal zwei Gummiringe. Wenn man einen dickeren Lenker hat, dann kann man hier stattdessen die Gummiringe nehmen und halt hier um einen größeren Lenker drumherum spannen. Zack, das war es eigentlich schon. So, jetzt kommen wir natürlich zu dem großen Punkt. Magnetische Halterung, hält das? Meine erste Frage, und so ziemlich, glaube ich, auch die erste Frage von jedem anderen auch, weil in der FAQ auf deren Seite ist es an oberster Stelle. Meine erste Frage in der E-Mail zurück, als ich die Anfrage gekriegt habe, ist, ich weiß nicht, ob das hält. Antwort, das hält. Also die sind sich ihrer Sache relativ sicher. Geben da auf der Seite an, dass das auch bei über 200 Sachen noch hält und sowas. Also das soll kein Problem sein. Jetzt bin ich natürlich grundsätzlich erstmal ein Fan von diesen magnetischen Sachen, so als Apple Chunky. Die machen das ja schon lange, sei es der MagSafe-Stecker für den Strom, sei es irgendwie die Fernbedienung, die an der Seite vom iMac festgepappt war, die Deckel von den iPads, die magnetisch dran gemacht sind. Alles eigentlich super, und wie gesagt, diese magnetische Lösung gefällt mir gut. Allerdings sind das halt alles Sachen, die auch gewollt abgehen sollen, und beziehungsweise zum Beispiel MagSafe-Stecker, wo man halt wirklich will, dass es im Zweifelsfall abgeht. Das wollen wir hier halt nicht. Dementsprechend, wie gesagt, die erste Frage natürlich, hält das? Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich steige jetzt aufs Moped und probiere das aus. Ob das wirklich bei 200 Sachen abfliegt, finde ich auch. Ja, weiß nicht, ob es dafür jetzt das Richtige ist. Beziehungsweise ich habe dann einen anderen Test gemacht, wo ich so ein bisschen für mich die Bestätigung haben wollte, dass das halt wirklich funktioniert. Und zwar habe ich hier hochwissenschaftlich, habe ich das mal mit unserem Flaschenkorb ausprobiert, wie viel man damit heben kann, bevor er sich löst. Und das waren 6,5 Kilo, die das Ding hier hält, also hier dran, bevor das abgeht. Und da sage ich dann schon, also mittlerweile habe ich einen Test gesehen. Der Kollege Real Chain Brother hat so einen Test gemacht. Den verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung. Der hat es wirklich mal ausprobiert, das hält. Aber ich war eigentlich schon relativ sicher bei meinem kleinen Test, weil es 6,5 Kilo waren, glaube ich, die ich hier anheben konnte, bevor sich, also drüber hat sich dann der Magnet gelöst, aber die hat es gehalten. Und da sage ich, ein Handy von der Größe schafft das nicht, so ein Gewicht oder so eine Kraft aufzuwirken, um das wirklich jetzt abzuziehen.
Das heißt, rein von der Geschichte bin ich eigentlich ziemlich überzeugt, dass ihr das nett hinkriegt hier. Also ich habe es sogar mal auf dem Mountainbike hatte ich es dann mal, wo es wirklich rüttelt. Da definitiv glaube ich nicht, dass da irgendwas passieren kann, dass sich das wirklich löst, solange es halt richtig drauf ist. Ich mache es jetzt da gerade mal dran. Dann kommen wir nämlich so für mich auch zu dem ersten kleinen Nachteil. Also Vorteil ist natürlich, ihr habt das Ding hier ruckzuck irgendwo dran gemacht. Das heißt, ihr sucht euch einfach eine Stelle, spannt diesen Gummiring hier drumherum. Der zieht auch ganz ordentlich hier. Einmal einhängen, zweimal anhängen, fertig. Ja. Und somit könnt ihr das ruckzuck überall hinmachen. Und dann könnt ihr auch so einen auf Chocool machen, ne? Und könnt ihr einfach sagen, ich schmeiß das Ding dahin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen würde mit einem Handy drin, aber generell funktioniert es natürlich. Aber da kommt dann so eine Sache zum Tragen, auf die ihr aufpassen müsst, dass das Ding nämlich auch relativ mittig hier auf diese Scheibe hängt, weil sonst ist es unter Umständen nicht ganz so fest. Also selbst hier hält es jetzt ziemlich gut, aber ihr solltet halt schon sehen, dass es einigermaßen hier mittig drauf ist. Und da komme ich halt zu dem Nachteil, den ich gerade gemacht habe. Generell könnt ihr das zwar auf der Platte festmachen, wie ihr wollt. Durch die Gummierung auf der Platte hält das auch ziemlich gut, also ohne dass es sich verdreht. Aber ihr habt natürlich hier mit der Halterung relativ wenig Möglichkeiten, jetzt irgendwas, eine Biegung im Lenker auszugleichen. Also ihr müsst schon einen Platz finden, wo es hinpasst, wo ihr es einfach hinbatschen könnt. Und dann komme ich eigentlich zu der zweiten Sache, wo ich das größere Problem bei der Geschichte sehe. Das ist nämlich, dass es eigentlich zu gut funktioniert. Wenn ihr es jetzt nämlich hier wieder abmachen wollt, ihr seht schon, das zehrt immer am Gummi dran, ne? Also ihr müsst euch dann schon so eine Technik überlegen, wo ihr so ein bisschen das relativ schnell wegruckt. Und das ist sozusagen auch der Punkt, wo ich sage, da könnte unter Umständen mal was passieren. Ja, wenn ich mir jetzt da vorstelle, so eine Situation, ich fahre auf der Landstraße 100 in meine Richtung, mir kommt ein LKW entgegen, auch mit 80, 100. Ja, und das habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt, in dem Moment, wo er an dem vorbeifahrt, dann gibt es mal so einen richtigen Windstoß. Ja, und dass sowas natürlich dann mal richtig, einmal richtig dran ruckt an dem Teil, das ist so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, da könnte eventuell was passieren. Aber das wäre sozusagen auch ein bisschen mein Verbesserungsvorschlag für die Leute, die wirklich jetzt da Bedenken damit haben, dass sie hier vielleicht einfach noch so eine Öse dran machen. Und dann kenne ich noch von den GoPros früher, die hatten immer noch so eine zusätzliche Klebehalterung, wo man so mit so einer kleinen Schnur festmachen konnte, so als Sicherung, die man dann so ein bisschen zusammenklipsen könnte. Das könnte man vielleicht noch machen, ohne dass man gleich den Preis hochtreibt. Wie gesagt, das Ganze gibt's für 30 Euro. Fertig. Es gibt auch noch Varianten davon. Es gibt eine, die ihr direkt hier in den Lenkkopf reinschrauben könnt. Es gibt eine, die ihr an runde Spiegel so ein bisschen außen dran festschrauben könnt. Das sind dann Varianten davon. Die sind, glaube ich, 10 Euro teurer. Aber generell, wie gesagt, die Standard, das passt eigentlich recht gut. Was ich auch noch interessant finde, jeder, der natürlich sagt jetzt, dieses Labberding, das ist ja gar nichts. Es gibt auch noch eine Variante, dass er hier diese Metallscheibe nehmen könnt und direkt, also einzeln kriegt sozusagen, selbstklebend und dann direkt auf eure Handyhülle hinten drauf macht. Das heißt, ihr habt die Handyhülle eures Vertrauens, die ihr hinten eine entsprechend glatte Fläche habt, dann könnt ihr diese Metallscheibe da drauf pappen, dann braucht ihr hier das Labberding gar nicht und könnt das halt da drauf packen. Und ansonsten von der Benutzung her habe ich ja schon gerade gesagt, im Prinzip, das ist hier einfach nur so ein Täschchen, hier gibt es so ein eine Öffnung oben, in die ihr das Ganze dann entsprechend einfach reinschieben könnt. Ich regel jetzt nochmal gerade, weil ich habe eins, was eigentlich nicht ganz so perfekt hierzu passt. Das ist eigentlich auch schon die nächste Sache, die ich raten kann. Guckt wirklich, diese Hülle gibt es in verschiedenen Größen. Seht eine, die passt, ja. Also hier seht ihr schon, die steht jetzt ein bisschen ab bei dem hier. Und da fegt schon Wind rein während dem Fahren und zerrt natürlich nochmal zusätzlich dran. Also da wirklich gucken, dass ihr eine nehmt, die natürlich besser zu eurem Handy passt. Meine war eigentlich auch vorgesehen hier für mein iPhone. Das habe ich aber, wie gesagt, jetzt anderweitig im Einsatz. Deswegen hier mein Ersatz-Android-Gerät, was ich mal reingepackt habe. Also da schon ein bisschen nachgucken. Aber ansonsten
jeder, der jetzt nicht partout High Technology und diese ganzen Geschichten braucht, für den ist das eigentlich eine gute und günstige Lösung, finde ich. Die reine Gummilösung ist auch angegeben, dass er sozusagen die Vibration dämpft. Also das, denke ich mal, funktioniert auch. Wie gesagt, der Sockel ist Gummi, Gummibänder drumherum. Von daher passt das eigentlich schon. Aber ja, ihr habt halt so ein bisschen die Einschränkung, wo setzt sich's hin? Und das Witzige finde ich, bevor das Handy eigentlich abgeht, fand ich jetzt immer beim Testen, da dreht sich eher hier die Halterung sozusagen ein Stück mit. Also das ist eigentlich das größere Problem in dem Moment statt abgehen. Ansonsten, wie gesagt, Vibrationsschutz ist angeblich damit gegeben. Letztendlich selbst SP Connect oder Quadlock oder sowas, die geben euch ja auch keine Garantie, dass es nicht wirklich was am Handy macht. Die sagen nur, sie dämpfen so und so viel und das sollte reichen. Ähnlich ist es hier. Die Dämpfung habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gesehen bei den anderen zwei Lösungen, weil da natürlich die Befestigung recht starr ist. Wie gesagt, hier der Gummipuffer unten drunter, die Gummis drumherum, das passt eigentlich recht gut. Was hier natürlich wahrscheinlich nicht funktioniert, ist, dass man irgendwas mit induktiv laden macht durch diese Metallplatte. Ich glaube, damit knockt sich das auf jeden Fall aus. Ja, und das soll es dann auch für die Vorstellung gewesen sein. Vielleicht hat es euch was genützt. Vielleicht sagt ihr ja, das ist genau die Sorte von Halterung, die ich brauche. Mehr brauche ich gar nicht. Das ist vollkommen ausreichend. Dann hat es euch vielleicht geholfen. Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zu den Kollegen hier, Shapehearts, mit ihren Lösungen, haben also auch noch für Fahrrad und so weiter entsprechend alles mit dieser magnetischen Halterung dran. Ja, und das soll es dann auch gewesen sein von mir für diese Woche. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.